Hallo, ich bin's wieder. Und zwar wurde ich vor ein paar Tagen. Irgendwie steht die Kamera schief. Ja. Ja, also ich wurde vor ein paar Tagen von der lieben Nina getaggt, und zwar von dem zu dem. Ach, das ist aber auch wieder der Wurm drin. Egal. Zu dem Fünf-Sinne-Tag. Ich bin bei solchen Tags immer etwas überfordert, weil ich kaufe ja im Prinzip nur in der Drogerie. Das heißt, was Verpackung oder sowas angeht, sind die Sachen eigentlich in der Regel nicht so geil. Und deswegen bin ich bei sowas immer überfordert. Ja, aber egal, ich mache es jetzt trotzdem einfach mal. Und zwar geht's los mit der ersten Kategorie: Sehen. Welches deiner Produkte hat die schönste Verpackung? Ja, das ist halt jetzt eben so ein Punkt, wo ich nicht so ganz weiß, ne? Aber ich finde, dass die Produkte von Mimimi eigentlich sehr hübsche Verpackungen haben. Also das ist der Highlighter von Mimimi. Und hier finde ich das halt ganz hübsch, so mit dem Geschnörkels und so. Und das hier ist so ein Bronzer von Mimimi. Kann man hier erstmal so aufschieben. Und dann hat er halt hier auch so ein Geschnörkels drauf, und das glänzt halt eben. Und das finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Und dann kann man den aufmachen, hat hier so einen Spiegel. Also das finde ich eigentlich ganz schön. Wobei dieses Plastik hier jetzt nicht so die geilste Qualität ist, aber vom Prinzip ist das ganz hübsch. Ja. Ansonsten mag ich die Verpackung von den Catrice-Lippenstiften sehr gerne, weil das einfach schwarz und schlicht ist, und das gefällt mir auch ganz gut. Ja. Genau, aber ansonsten weiß ich nicht. Zweite Kategorie wäre Hören. Welches Kosmetikprodukt hat für dich den interessantesten Namen? Ich finde grundsätzlich, dass die Sachen von Catrice eigentlich ganz schöne Namen haben. Also bei den Nagellacken beispielsweise. Lidschattenlose habe ich von Catrice gar keine. Ich bin bei sowas echt immer ein bisschen überfordert. Also ich finde von Catrice, ja, wie gesagt, die Nagellack haben eigentlich schöne Namen, wie zum Beispiel so ein rosaner, den ich habe, der heißt Miss Piggy Reloaded. Das finde ich ganz cool. Ansonsten finde ich auch, dass die Pigmente von Rebecca Flöte schöne Namen haben. Also zum Beispiel, das ist die Farbe Gold Digger. Oh. Ja, doch. Gold Digger oder die Farbe Olivia. Also, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja, ansonsten wird mir zu spontan nicht sein. Dann hier. Stuhl schon wieder. Kategorie Fühlen. Welches Kosmetikprodukt trägst du am liebsten? Zum Beispiel Lippenstift, Rouge, Foundation und so weiter. Und was ist dann davon dein liebstes Produkt? Also, was ich am liebsten trage, wäre auf jeden Fall Foundation. Aber nicht, weil ich das Gefühl gerne mag, sondern einfach, weil ich der Auffassung bin, dass ich das brauche. Ja. Vom Gefühl her bin ich natürlich am liebsten ungeschminkt, aber ja, ich werde mich da jetzt mal für die Foundation entscheiden. Meine Lieblingsfoundation wäre, glaube ich, die Photo Finish von Catrice. Habe ich jetzt aber leider nicht hier, weil zurzeit benutze ich die Dream Satin Liquid Foundation von Maybelline Jade. Wobei ich die vom Tragegefühl eigentlich auch ganz schön finde, aber für ölige Haut finde ich die ein bisschen zu ölig. Ja, weil die halt schon so einen seidigen Glanz hat, wie ihr das vielleicht hier so sehen könnt, ne? Ja. Genau. Viertens, schmecken. Was ist dein leckerstes Produkt? Das ist schon wieder so eine Kategorie, wo ich das nicht so ganz checke, weil ich esse meine Schminke nicht oder meine Kosmetik. Ich habe kein Produkt, was mir schmeckt.
Nee. Nö, 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 keine Ahnung. Ja, und letzte Kategorie, riechen. Welches Produkt hat für dich den besten Geruch? Also, ich finde zum einen, dass diese Maske von Balea, die mir die Julia in ihrem Päckchen zugeschickt hat, danke nochmal, finde ich, riecht voll geil. Riecht echt so nach Himbeere. Und was ich auch finde, was gut riecht, ist dieser Lippenstift, wo ich glaube, dass er von Maybelline ist. Ich weiß es nicht genau. Guckt nicht, wie ranzig der aussieht. Ich bin da mit dem Lippenpinsel die ganze Zeit reingegangen. Aber ich finde, der riecht auch gut. Der riecht so ein bisschen nach Melone irgendwie. Ja. Ist die Nummer 49 Rouge Passion Red oder so. Rouge Passion, Passion Red, ja. Und was ich auch finde, was gut riecht, ist... Ja, dieser Bronzer von Essence. Also der riecht nicht stark, aber der riecht so ein bisschen nach Kokos. Ja, das mag ich auch sehr gerne. Und das war's im Prinzip auch schon. Kurzes Video, also relativ einigermaßen. Und ja, ich tagge jetzt eigentlich niemanden speziellen, weil ich glaube, dass da schon sehr viele zu getaggt sind. Macht einfach mit, wenn ihr das mögt. Und oder schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr... Ja, was eure Lieblingsprodukte sind zu den genannten Kategorien. Und ja, schaut heute Abend nochmal auf meiner Facebook-Seite vorbei. Da kommt der zweite Teil meines Fitness-Tagebuchs, wenn euch das interessiert. Und ja, genau. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Lasst mir gerne Videowünsche da, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder so weiter. Oder so weiter. Oder und so weiter. Ja, und lasst mir das bitte auch mal in den Kommentaren da. Link zu meiner Facebook-Seite ist in der Infobox und die Fragen habe ich auch in der Infobox aufgelistet. Und ja, das wäre alles, was ich sagen wollte. Und wollt ihr vielleicht ein Tutorial zu diesem Zopf mit 4 Strängen? So Cordel-mäßig, hier sind mir schon wieder Strähnen rausgefallen. Aber ja, wollt ihr das sehen? Lasst alles da, was ihr mögt. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wie gesagt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.